So, erstmal das Fallfinale-Zeug. Fallfinale-Zeug? Ja, wir haben noch, glaube ich, mehrere Fallfinalen. Ja, aber ich dachte, wir machen erstmal die verbleibenden Rätsel. Oh Gott. Ja, wir haben so viele von denen nicht. Ich habe halt voll viele Hinweismünzen. Deswegen will ich, dass wir die jetzt machen, damit wir die nicht enden. Nee, ich habe voll viele Hinweismünzen nicht. Och, Mann. Ja, weil du nochmal anfangen musstest. Ja, und Rätsel haben wir auch. No. Ja, mache ich die Fallfinalen und du suchst die Münzen und sagst mir dann, wo. Okay. Ich will die nämlich mal durchhaben. Aber ich... Was ist mit den gelösten Rätseln? Okay, dann versuche ich kein Rätsel zu finden. Ah, erstmal dahin zu gehen, wo keine neuen... Wo nur Münzen fehlen. Okay, gut. Geistergaudi! Yay! Aber in den Fallfinalen gab es keine Rätsel, oder? Buh! Niedlich. Ich bin das Gespenst des Tierhauses. Lauft, lauft um euer Leben, ihr wehrlosen Sterblichen. Buh. Oh, wenn ihr nicht lauft, werdet ihr den Schrecken meiner wahren Gestalt sehen. Lauft, sonst packt euch das Grauen. Grauen. Selbst die Schreie trauen sich nicht mehr aus euren Kehlen. Haha! Heute verschone ich euch. Aber ich kehre wieder. Oder hattest du die? Ich hatte die natürlich. Okay, da kannst du sie auch weitersprechen. Außer du willst lieber suchen. Habe ich mich geschlagen, Booster? Habe ich ihn heute Angst gemacht? Bedauerlicherweise, nein, Ma'am. Ihre Vorführung hatte die eine oder andere Lücke, wenn Sie mir diese Impertinenz verzeihen mögen. Ihr Grog hatte eine bestialische Note, Ma'am, und leider keine gespenstische. Sie haben dabei die Ansätze etwas vermischt, wenn man das so sagen darf, kann. Oh je, ich habe mich wohl nicht sehr gut geschlagen. Es kann ganz schön schweres sein, den Leuten Angst zu machen. In der Tat, Ma'am. Wenn ich aber noch einen kleinen Einwurf machen dürfte. So, ich habe den Einwurf gemacht. Man sollte dabei eine grundlegende Regel beachten. Beim Einwurf, dass man nämlich hinter der Linie steht. Ja. Ja. Ja? Ne? Ja. Überzeugung, Ma'am. Man muss nicht nur den Wunsch haben, den Leuten Angst zu machen. Man muss den Wunsch haben, sie bis ins Innerste zu erschüttern. Aber wie, Booster? Ihre Neugier wird ihr Untergang sein. Sie werden dieses Haus nie verlassen. Stattdessen bleiben sie für immer hier und versinken tiefer und tiefer in einer Abwärtsspirale aus Qual und Verzweiflung. Ein Gespenst muss seine Opfer überzeugen, dass sie alle Hoffnungen fahren lassen sollen, Ma'am. Ich verstehe. Ich dachte eben kurz, sie reden da mit mir. Und das Grauen muss sich in den Augen widerspiegeln, Ma'am. Die Stimme muss aus den Tiefen des tiefsten Abgrunds kommen. Entschuldigen Sie die ungelenke Vorführung, Ma'am. Aber vielleicht konnten Sie ein paar nützliche Hinweise daraus ziehen. Ist das so, Ma'am? Ich hatte mich bemüht, eher zu untertreiben, um sie nicht zu belästigen. Ich fürchte, dass das nur für Sie eine Untertreibung war, Booster. Denn das war immer noch extrem furchteinflößend. Ich gestehe, dass man mich schon darauf aufmerksam gemacht hat, dass mein Antlitz eine gewisse unwirkliche Qualität hat, Ma'am. Das ist bedauerlich, denn ich bin
wie Sie wissen, eine äußerst freundliche und fröhliche Person, Ma'am. Oh, und um ehrlich zu sein, kommt das auf mich eher etwas überraschend. Nun, jedenfalls glaube ich, dass meine Freunde bald da sein werden. Daher sollten wir unsere Proben für heute unterbrechen. Sehr wohl, Ma'am. Darf ich fragen, wessen Gesellschaft uns heute zuteil werden wird, Ma'am? Oh, es ist nur ein weiteres Treffen der Übernatürlichen. Aber heute werden wir versuchen, Aliens anzulocken. Danach haben wir die übliche Partie, Booster. Könnten Sie also die nötigen Vorbereitungen treffen? Oh, das kleine Mädchen. Natürlich, Ma'am. Also bei dir auf dem Screen, was man jetzt nicht sieht. Ja. Ich war gerade verwirrt. Ich werde mich auch schon mal für den Schreck wappnen, der mich am Morgen erwartet, wenn es ans Aufräumen geht, Ma'am. So, der geplagte Mr. Gray. Dem armen Gray war anfangs nicht bewusst, dass die Geldscheine, die er einsammelte, aus der Bank stammten. Als sich seine Missgeschicke häufen, fragte er sich langsam, ob er vielleicht verflucht ist. Okay, gucken wir mal. Entschuldigen Sie bitte? Ja, kann ich helfen? War das der? Ja. Sie sehen nicht sehr glücklich aus. Was ist passiert? Haben Sie Ihr Scheckbuch verloren oder sowas? Nein, nichts dergleichen. Nun, die Sache ist die, ich habe hier in der Nähe etwas Geld gefunden. Als ich dann nach Hause kam, habe ich in den Nachrichten gesehen, was in der Bank passiert ist. Ach ja, die 100 Millionen Pfund, die der Wind über die Straße gestreut hat. Wahnsinn! Ja, nun, ich glaube, die Banknoten, die ich gefunden habe, gehören zu diesem Geld. Also dachten Sie sich, dass Sie sie alle zurückbringen und abgeben? Eher nicht, aber... Nein! Das ist die Art von Ehrlichkeit, die man gerne sieht. Schönes Ding, schönes Ding. Naja, ehrlich gesagt wollte ich das Geld zunächst behalten. Aber dann ging plötzlich alles Mögliche für mich schief. Ich habe Salz in meinen Kaffee getan statt Zucker. Und ich habe mir den kleinen Zeh an einem Stuhlbein angestoßen. Wie macht man sowas? So häufig. Nicht so häufig. Dann stellte ich fest, dass mein Klopapier alle ist. Ich hatte einfach richtig viel Pech. Langsam wurde mir klar, dass es wohl Karma sein muss. Ich habe einen YouTube-Kanal, halt so einen Account, aber ja. Ich habe keine Videos da drauf. Ja, ja. Also, ja. Erstmal habe ich das auch nicht vor, so. Okay. Ja, war ja. Jetzt nur wegen der Frage. Ja, genau. Ja, weil ich habe auch schon mal irgendwo in einem Kommentar gelesen, so, dass dich jemand abonnieren wollte, so an sich. Aber ja, ich wollte eigentlich antworten. Ich weiß nicht, was dazwischen kam. Also okay. Auf jeden Fall, ja, ist lieb gemeint, vielleicht irgendwann mal, aber jetzt noch nicht. Ja, da steht's ja auch. Vielleicht war das sogar derjenige, der den Kommentar geschrieben hat und hat sich umbenannt. Ja. Also, in die Melone. Also wie gesagt, Melone. Jetzt noch nicht. Ja. Ah. Den kleinen Zeh stoßen oder auf Legos treten sind die schlimmsten Schmerzen, die man sich vorstellen kann. Feuer oder Geburt. Eine Geburt sind nichts dagegen. Was wäre dir lieber? Geburt oder Lego? Geburt. Da hört ihr es, jetzt ist es offiziell. Nein, Nein, Quatsch. Quatsch. Wir werden uns einfach nie Lego anschaffen. Ja. Also am besten doch keine Geburt, weil dann haben wir auch keinen Grund für Lego. Das werden wir uns auch nie anschaffen, also. Dann spielst du vielleicht dreimal damit und dann landet sie in der Ecke. Nachher muss ich mich alleine darum kümmern. Ja, genau.
Aber schön, sehr schön. Okay, ja, ich hätte das Geld nicht behalten sollen, weil ich was Falsches getan habe, bla bla. Hohoho, Sie hatten es wirklich schwer, oder? Aber das sind nur Zufälle. Das ist, hat nichts damit zu tun, dass Sie diese Banknoten aufgehoben haben. Manchmal passieren solche Sachen einfach ohne Grund. Ich schätze schon, aber auf jeden Fall ist hier alles, was ich finden konnte. Ich gebe alles zurück. Tja, danke. Ich passe darauf auf und sorge dafür, dass der Chef es später kriegt. Guck mal, wie er guckt dabei. Natürlich sorge ich dafür, dass er das später bekommt. Danke. Kopf hoch, Sie haben eine gute Tat vollbracht. Sie sollten stolz auf sich sein. Oh, so bin ich nun mal. Keine Sorge. Oh. Was? Da ist ja ein Loch in meiner Hosentasche. Oh, was für ein Pech. Hatten Sie irgendwas da drin? Es ist doch nichts rausgefallen, oder? Halt. Oh nein. Was ist denn? Meine Brieftasche. Sie war eben noch da. Jetzt ist sie weg. Sie muss mir rausgefallen sein. Oh. Das ist so ungerecht, nachdem ich gerade noch das Richtige gemacht und das ganze Geld zurückgegeben habe. Ich bin ein solcher Idiot. Ja. Ja. Redman Forever. Achso, das auch noch? Boah. Wir haben ja echt gar nichts angeguckt. Die Schnucki-Maus. Da bist du ja, kleiner Prinz, dein eigenes kleines Redman-Spielzeug. Schau mal, ist der nicht niedlich? Hinweg, hinweg, sonst verpasst euch Redman einen Schreck. Tada! Wow, Robert, dich hat es schwer erwischt, was? Oh, in Skype bin ich noch auf online. Nein, jetzt bin ich beschäftigt. So. Ich hätte nicht gedacht, dass du eines Tages mal ein Baby mit ins Büro bringst. Es ist so lustig, dass man dich so butterweich sieht. Sonst bist du immer so ernst. Sei nicht so frech, Kay. Ich bin doch nicht butterweich. Aber ich liebe dich, mein kleiner Prinz. Redet er noch mit Kay? Natürlich. Guck mal, hier ist wieder Redman. Hast du deinen kleinen Redman lieb? Hast du ihn lieb? Hast du ihn lieb? Ist eigentlich so gruselig. Aber ich will. Du bist so weich wie Butter in der Sonne. Warst du der oder was? Nee, oder? Hinweg, hinweg. Sonst verpasst euch Redman einen Schreck. Redboy, wo liegt das Problem? Du siehst ja aus, als wärst du einen Marathon gelaufen. Es ist dieser Käfer von Boiling Hill. Er ist so hungrig, dass er keine Pfote mehr bewegen kann. Er braucht Redmans Hilfe. Der arme Käfer? Alles klar dann. Redman schert es nicht, ob es der Hund, ob es Hund ist oder Katze. Er hilft jedem Wesen mit Kralle, Fell und oder Tatze. Nun auf zu dem Tierchen mit trauriger Fratze. Langsam werde ich darin richtig gut. Oh, aber wer hat denn heute Dienst? Ich. Ach, armer Prinz, die Pflicht ruft. Ich mache mich einfach schnell fertig. Aus dem Untergrund steigt er. Steigt er auf wie ein Tier. Schurken und Bösewichte verschütten ihr Bier. Die Muckimaus der Gerechtigkeit ist hier. Ich fand die Nase gerade so schön. Wenn er sich so bewegt hat, die Nase. Redman, du bist da. Das ist mein Text. Wie dem auch sei, der Hundemagen soll nicht mehr knurren, denn Redman bringt ihm Fresschen ohne Murren. Hier, mein lieber Kay, achte gut auf das Baby. Baby. Verstanden, ich passe auf deinen kleinen Prinzen auf, keine Sorge. Denk daran, ich habe 9 Kinder, ich kann Windeln im Schlaf wechseln. Ach, das beruhigt Redmans Nerven. Ohne Sorge kann er sich ins Getümmel werfen und er kehrt im Handumdrehen wieder.
Dann zeigst du ihm das Windelwechseln mit geschlossenen Lidern. Hm. Kein Problem, ich zeige dir auch das garantierte Bäuerchen. Haha, bald bin ich in alles eingeweiht und auch als Vater allzeit bereit. Ich entferne mich jetzt mit Würde, um jemandem zu nehmen eine Bürde. Menschen und Hunde dieser Stadt, Redman hilft euch stets mit Rat und Tat. Da na 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 Redman! Viel Glück, Mucki Maus!